Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich holen wir mal wieder die alten Projekte raus. Unseren Uno Turbo Umbau, 5-Türer in dem Falle. Und wir haben vor ewiger Zeit mal Turbolader abgeholt. Kannst du dich daran erinnern, Sven? Ja. Da war der Uno Turbolader dabei, ein Upgrade-Lader. Hier wissen wir ja, da hier ist komplette Serientechnik drin, wo wir schon recht viel dran rumgedreht haben und der echt viel Ladedruck macht. Und was mir aufgefallen ist, wenn der länger im Stau steht, fängt der an Wasser zu verbrauchen oder Druck im Kühlsystem aufzubauen. Also gehen wir davon aus, dass die Zylinderkopfdichtung angeschlagen ist. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich vorher unsere Serienleistung rauszufinden, die wir jetzt aktuell haben, weil ich weiß, unter Kühlung funktioniert das Ganze. Das heißt, wir fahren eben auf den Prüfstand, schauen, was wir für eine Eingangsleistung oder für eine aktuelle Leistung, bei welchem Ladedruck wir haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was der Umbau macht. So, wir haben jetzt nochmal geguckt, Öl, Wasser ist alles drin. Hat halt jetzt ein bisschen was gestanden, ne? Hat jetzt im Außenlager gestanden, jetzt hat er hier auch ein bisschen gestanden. Wir werden gleichzeitig Ladedruck mitnehmen und Lambda-Wert. Ich weiß, der war soweit okay, aber das gucken wir uns vorher sicherheitshalber alles einmal an, um zu schauen, wie sich das verändert, wenn der neue Turbolader drin ist. Da bin ich mal echt gespannt, was Flo da gezaubert hat und wie wir dann mit der originalen Motronik was beifummeln können. Wir wissen ja, wir haben hier unsere LG-Tronik. Ich vermute, es ist eine LG-Tronik hier. Die können wir nämlich dann beidrehen. Und genauso wie hier sehen wir unser Dampfrad. Da können wir Ladedruck dran anpassen. Das ist so, ich würde sagen, Low-Budget-Tuning. Also das ist ohne Steuergerät zu verändern, ohne freiprogrammierter Steuergerät, sondern das, was man 1995 auch hätte machen können, um wenig Geld in die Hand zu nehmen. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Deswegen, ich kann mich nur noch schwach daran erinnern, wir haben da ein paar Tests auf. Zwischen 135 oder 130 und 140 PS sehe ich da verschiedene Messungen. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, wie es am heutigen Tage ist. Und dann haben wir es wenigstens ganz genau, bei welchem Ladedruck. Und deswegen nehme ich das mit, weil Ladedruck habe ich noch nie mit aufgezeichnet. Wir haben immer nur unsere Ladedruckanzeige gesehen, die wir da unten im Auto haben. Also würde ich sagen, setzen wir uns mal ins Auto und es geht los. So, bevor wir die Lambda-Sonde reinstecken, müssen wir natürlich erstmal den Auspuff ein bisschen warm fahren und das Wasser rausbekommen. Boah, alter Schwede, was geht denn hier ab? Bist du mit dem Uno noch nie mitgefahren? Ah, das Ding war schnell, oder? Das Ding ist schnell. Für seine, ich weiß gar nicht, was der wiegt. Wir haben alles noch gar nicht so gemacht. Das war ja halt alles, überlegt mal, wie lang das zurück ist, diese Uno-Turbo-Geschichte. Das muss 2019 gewesen sein, oder 2020. War das ein Gegenspieler zum Polo G40 damals? Ja, der hat den Polo G40 auch sehr Paroli geboten, bis Mike Harder sich verschaltet hat. Und dann hat die Kupplung natürlich dann aufgegeben. Und deswegen konnten wir es da nicht mehr weiter testen. Aber ich glaube, bei unserem Flugplatzrennen, am ersten Flugplatzrennen, wäre der gut dabei gewesen. Der vierte Gang ist drin, voll Pull. Lado, brauchst du gar nicht mitfilmen? Mhm. Ganz ruhig, wir haben ja Lage angeschlossen. Oh, da merkt, dass die Kupplung rutscht. Da ist der Drehzahlbegrenzer, aber ihr habt gesehen, Ladedruck macht er echt viel. Aber du siehst, dass der oben zurückgeht. Das ist halt das Problem, dass der Lader wohl die Luftmasse nicht hergibt. Flo sagt schon, typisches Problem bei dem Auto. Du kriegst ein gutes Drehmoment zusammen, aber keine hohe Endleistung. So, sieht ein bisschen wellig aus, aber wir haben 131 PS, 212 Newtonmeter. Mhm. Und ich habe vergessen, Lambda mit aufzuzeichnen. Von daher können wir jetzt... Können wir Lambda reinmachen? Jetzt muss ich darauf achten, dass wir Lambda mit aufzeichnen. AFR1. So, wieder vierte Gang aus dem Drehzahlkiller. Also er hält, was ich sehe. Laut der Anzeige habe ich jetzt mal drauf geschaut, knapp über 1 Bar. Und dann oben raus wird er also schwächer. Er macht erst ein bisschen mehr. Und jetzt sehe ich einen guten Lambda-Wert. Der tingelt so bei 0,8, 0,77 rum. Also ich weiß, ich habe damals noch versucht, mehr Ladedruck zu drehen und geguckt, ob ich noch mehr rauskritze. Geht aber nicht, weil oben rum ist unser Problem. Wir wollen die Leistung ja oben rum haben und nicht noch mehr drehen, weil jetzt die Kupplung noch mehr rutscht. Meine Hoffnung ist, dass sich das Drehzahlband ein bisschen nach oben verschiebt mit dem neuen Turbolader. 136, 217 Newtonmeter. So, AFR-Wert, also Lambda in dem Fall 0,77, das ist perfekt. Hier oben rum hat er einmal 85, geht auch. Also ihr seht, Lambda-Wert, da wird nichts kaputt gehen. 77, 80, 78, 77, alles perfekt. Also Lambda safe. Jetzt gucken wir mal, was unser Boost macht.
So, der macht einmal einen Peak von 1,25, geht dann runter auf 1,1, hält so die 1,2 und dann seht ihr oben raus 1 bar, 0,9, 1 bar. Er macht so immer 1 bar oben raus. Und das wollen wir versuchen, dass wir es hinten raus jetzt höher kriegen. Das ist unser Ziel. Also sprich 136 PS, 217 Newtonmeter haben wir Stand der Dinge. Machen fix die Kopfdichtung, aber das seht ihr jetzt alles, also zurück in die Werkstatt. So Julian, du willst Kopfdichtung machen? Ach ja, warum denn nicht, ne? Zahnriemen haben wir damals gemacht, weiß ich. Ja. Wie gesagt, ich habe gesehen, und man sieht hier noch, dass er schon mal Wasser gedrückt hatte. Der Mike hatte sich den früher auch mal ausgeliehen. Da hat er auch das Problem gehabt im Stau. Lüfter läuft aber, dass er sich irgendwie Wasser nimmt. Das Qualm habe ich auch gesehen. Ich glaube, das ist das, weil er länger stand, dass der Schlauch jetzt mal warm wird und Feuchtigkeit hat. Wenn der den Kopf auf dem Tisch liegt, gucken wir uns mal die Vergleiche vom Turbolader an. Weil das ist ja unser Ziel, den Turbolader zu wechseln. Und dafür ist es einfacher, wenn wir den Kopf eh abmachen. Ne? Mhm. Also viel Spaß, bis gleich. Ja, solange das Fahrzeug abkühlt, habe ich schon mal angefangen, die ganzen Anbauteile außenrum wegzubauen. Also keine Sorgen, ne? Wir lösen hier keine heißen Zylinderköpfe. Es ist schon relativ nackt hier geworden in unserem Motorraum. Ich habe tatsächlich schon die erste Auffälligkeit gefunden. Marco hat ja was gesagt von thermischen Problemen im Stau und dass der auch mal übergekocht hat etc. Und ich bin der Meinung, ich habe da die Ursache gefunden. Als ich hier das Kühlwasser abgelassen habe am unteren Schlauch, also hier, ist mir aufgefallen, dass das Wasser wirklich eiskalt war, also nicht mal lauwarm. Dafür, dass Marco zuvor über den Prüfstand georgelt ist und dem richtig eingeheizt hat, fand ich das doch sehr verdächtig. So, und dann habe ich einen Schlauch vom Kühler gelöst. Und als ich den angefasst habe, ich hoffe, man hört's, kam mir dieses Geräusch schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig vor, ja. Und dann habe ich da mal reingeguckt und habe erst gedacht, hä, was ist das denn? Ist es irgendwie metallverstärkt oder irgendwas? Aber nein, das sind tatsächlich Ablagerungen. Ablagerungen, die sich über die ganzen Jahrzehnte einfach da drin gesammelt haben. Also da ist ein bisschen alles drin. Das ist wahrscheinlich so eine Kalkrostmischung, nehme ich jetzt mal an. Und dann hat es eigentlich relativ schnell Klick gemacht. Und dann habe ich mir das Thermostat mal angeguckt. Das sieht übrigens auch jetzt nicht gerade geil aus. Also wie ihr seht, das ist auch schon sehr verkrustet hier alles. So, dann habe ich mal da reingeleuchtet. Moment, guckt euch das mal an da drin. Also da sieht es eigentlich im Endeffekt genauso aus wie im Schlauch. Und ich bin ziemlich, ziemlich fest davon überzeugt, dass durch diesen ganzen Schmock dieses Thermostat einfach bombenfest ist und da sich kein Millimeter mehr bewegt. Was ich nur interessant finde, der Lüfter, der lief, komischerweise. Denn der Temperaturschalter, der ist hier für den Lüfter. Irgendwie hat es wohl doch gerade so gereicht, dem Temperaturfühler so viel Temperatur zu geben, dass der Lüfter anschaltet. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall wird jetzt die Herausforderung, so ein Thermostat bzw. Thermostatgehäuse zu finden. Denn ja, wie man sieht, da ist nichts zum Aufschrauben. Das ist ein komplettes Bauteil und ich vermute, das wird wahrscheinlich auch nur so verkauft. Aber wie das halt bei Oldtimern immer so ist mit so super speziellen Teilen, ne? Könnte schwierig werden, könnte schwierig werden. Aber wir finden da auf irgendwie. Ah ja, ja, unser Dr. Teilesucher, der wird schon was finden hier. Der kennt sich da gut aus. Unser Motor ist mittlerweile eiskalt. Also man sieht's, ich kann hier ohne Probleme auf den Krümmer, auf den Krümmer drauf langen und mir passiert da gar nichts. Den Turbolader, den werde ich jetzt auch noch rausholen hier. Ja, und dann werde ich das wunderschöne Köpfchen hier da abschrauben. Und ich würde sagen, wenn wir dann soweit sind, dann hole ich euch wieder dazu. Der Julian hat jetzt alles zerlegt und wenn ich mir hier so den Kopf angucke, der sieht eigentlich sehr gut aus, ne Julian? Also ich habe bis jetzt keinerlei Risse oder irgendwas. Ich habe auch jetzt an der Kopfdichtung nichts gesehen, dass da irgendwas durchgepfiffen hätte. Ich glaube, es ist wirklich Thermostat, die Geschichte. Ja, wenn da natürlich kein Wasser mehr durchgeht, weil alles verkorkst war, ne, dann wird das heiß und kocht über. Man sieht aber, der läuft schon sehr mager, der Kollege. Ne? Also weggebrannt ist da noch nichts. Aber Lambda-Wert war gerade bei Volllast auf jeden Fall völlig in Ordnung. Können die Kerze mal dazu holen? Also es spricht auch ein bisschen für mager, das Ganze. Ja, die sieht auch
ja, läuft gesund, sag ich mal. Ne? Rehbraun wie ein bisschen hell. Aber an sich, wie du schon sagst, der Block sieht noch sehr schön aus. Die Kolben sehen sehr schön aus. Ne? Ja. Also da überfettet auf jeden Fall nicht viel. Jetzt können wir mal morgen gucken, ob der Björn den Zylinderkopf einmal leicht plan zieht. Wobei, der sieht auch aus, ob der schon mal plan gezogen wurde. Schaffsichtung machen wir aber neu, ne? Ja, auf jeden Fall. Hab Weil da wissen wir nicht, was Sache ist. Dann machen wir Schaffsichtung neu. Einmal komplett für oben rum. Alle Dichtungen dabei. Perfekt. Plus. Kopfschrauben. Schrauben. Und dann wollen wir später mal vergleichen, was mit dem Turbolader so los ist, ne? Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Ich würde die Kolben, glaube ich, gar nicht ziehen. Ich hatte erst überlegt, ob wir Kolben ziehen. Würde ich auch nicht. Aber das sieht alles sehr gut aus. Und der Motor ist ja wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Also ich würde da jetzt auch keine Kolben ziehen. Also machen wir nur das kleine Programm oben rum. Ich weiß, dass der mechanische Ventiltrieb hat, ne? Mhm. Da unten liegen die Teile. Muss mal gucken, ob das Ventilspiel nachher passt. Ja, der hat ein Blättchen noch, ne? Ja. Kennt man ja gern vom 1er Golf, 2er Golf hat das, glaube ich, auch 1er Golf hat das sogar. Genau. Ja, ne? Hat das auch. Ne? Ja, ja. Einmal Ventilspiel überprüfen, aber da waren wir in der Regel dann nicht dran. Hier noch ein paar Kleinteile. Sehr gut. Vielleicht Kopf sauber machen. Einmal bei Björn die Waschmaschine. Auf jeden Fall. Und dann ist das doch alles gut. Und den Ventilboy, den neu gekauft, können wir dann auch mal benutzen. Ne? Er hat ja gesagt, wir teilen uns den brüderlich und schwächterlich. Ich zahle, er nutzt. In dem Fall nutzen wir es dann auch mal. Der Julian war jetzt schon fleißig, hat alles soweit zusammengebaut. Köpfchen ist drauf, habe ich gesehen. Ne? Richtig. Und jetzt wollen wir uns mal die Turbolader angucken, wie man die vergleichen kann. So, hier haben wir Originalturbo. Hier haben wir ein gefrästes Verdichterrad, würde ich jetzt sagen. Und hier ist noch der Standard. Aber sieht gar nicht so viel größer aus. Oh, stopp. Man sieht, der Einlass ist auf jeden Fall mehr im Durchmesser, das siehst du. Ja. Relativ gut. Hier geht es ein bisschen chronisch zusammen. Richtig, genau, sieht man so ganz gut. So sieht man es natürlich auch. Interessant für Abgasseite, da der Julian hat das aber schon sehr, sehr weit zusammengebaut. Aber das kriegt man hin. Kein Problem. So, da sehen wir das originale Abgasrad und das ist nämlich sehr, sehr klein bei dem Fahrzeug. Der kriegt, glaube ich, die Abgase schlecht weg. Da entsteht ein zu hoher Abgasgegendruck. Und hier müssen wir mal mit dem Spiegel reinleuchten. Der Lader ist so gebaut, dass alles Plug and Play ist, weiß ich. Also sprich, es müsste das alles Gehäuse so gepasst. An und für sich ist wirklich identisch. Also wenn man den hier nebeneinander, von außen siehst du hier gar keinen Unterschied. Überhaupt nicht. Das ist 1:1 der gleiche Lader, äußerlich. Da hast du da kommt es wirklich auf die Innereien quasi drauf an. So, wenn wir jetzt hier mal reinleuchten. Ja, da ist auf jeden Fall eine größere Abgasseite drin, also ein größeres Abgasrad. Ich würde sagen, du baust das Ganze jetzt mal zusammen. Ne? Mhm. Hier brauchen wir jetzt nichts einfahren. Zylinderkopf hat alles gut geklappt, war der krumm oder gab es irgendwelche Probleme? Nö, Kerzengrad, haben wir nicht mal geplant. Boah, perfekt. Also, um noch mal zu erzählen, hast du erklärt, warum der Wagen zu heiß wurde? Haben wir das einen Fehler gefunden? Das habe ich gezeigt, ja. Genau, also ich habe vermutet, dass die Kopflichtung durch war, aber wie ihr seht, war sie nicht durch, sondern das Thermostat hat einfach zugesessen durch den ganzen rostigen Scheiß, den sich da gesammelt hat, würde ich sagen. Ja. Das heißt, wir bauen das Ganze jetzt zusammen und können ohne lang einfahren, also brauchen da gar nichts einfahren, direkt auf den Prüfstand, wohl eingefahren wird ja hier eh nichts. Ne? Also von daher ist das eigentlich völlig egal. Ich bin gespannt. Was denkst du? Meinst du, da wäre ein Unterschied merken, Julian? Ich sag ja, also Leistung auf jeden Fall. Aber was ich glaube, wenn ich jetzt so diese ganze Geometrie von den Schaufelrädern angucke, könnte ich mir vorstellen, dass der Lader einen Ticken später kommt, aber dafür dann mit mehr Power. Das wäre auch ein Ziel. Was ich mir wünschen würde, dass der Lader später kommt, weil dann rutscht nämlich vielleicht unsere Kupplung nicht. Weil unsere Kupplung hat mit dem Lader auf jeden Fall schon Probleme gehabt. Die hatte 1,2 Bar reingepumpt im relativ frühen Band. Und dadurch hatten wir dann natürlich dann das Problem, dass hier unsere Kupplung rutscht. Und ihr wisst ja selber, wenn wir in Race fahren, brauchen wir hohe Drehzahlen. Und obenrum gingen natürlich die Puste aus. Und das müsste er jetzt deutlich besser machen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was da gleich bei rauskommt. Aber ihr werdet es natürlich mitsehen. Wir haben 133 PS, glaube ich, zu schlagen. Bei einem Bar oben raus. Ich bin auch gespannt. Ja, so sieht es derzeit aus. Der Julian baut jetzt mal eben fix zusammen. Kopf abbauen ist besser, wenn man den Turbolader abmacht, so wie jetzt. Ja, definitiv. Also ich sage mal so, es ist wirklich ein bisschen ein Puzzle. Man darf das und das nicht vergessen, vorher das da hinzumachen, weil sonst kriegt es später nicht mehr hin und. Also es ist ein bisschen tricky das Ganze, aber es ist machbar, wie man sieht. Was ich übrigens auch noch gemacht habe, Ventilspiel.
ist okay, ja, eigentlich. Also ist ein bisschen geringer, als der Hersteller vorschreibt. Einlass ist, glaube ich, habe irgendwo, glaube Einlass 40, Auslass 50. So viel Ventilspiel, ja, kriegen die? Hab ich mir auch gewundert, das ist echt viel. Ist, ne, halt ein bisschen enger. Genau, und jetzt ist 30, 40. Oh, ja, ja, also das geht auch. Ein bisschen enger. Ich, ja, sehe auch gerade die Nockenwelle. Ach, nee, das täuscht. Das sieht aus, ob die Nockenwelle hier stark angeschlagen ist. Ist sie aber nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Nockenwellen hier wohl sehr gerne einlaufen bei den Modellen, aber die sieht im Ganzen jeder Nocken doch sehr gut aus. Wenn man jetzt hier natürlich mehr will, musst du auf jeden Fall die Nockenwelle umbauen. Ich glaube, da baut man auch Nockenwellen vom Sauger zum Beispiel ein und gibt natürlich auch diverse Tuning-Nockenwellen. Weil ihr wisst ja, wie lange das Ventilspiel geöffnet, also wie lange ein Ventil geöffnet ist, ist natürlich auch für meine Leistung entscheidend. Das hat man jetzt beim Golf natürlich gut gesehen. In dem Falle werden wir einfach nur ein bisschen mehr Druck fahren. Das ist dieses, wie man so schön sagt, Stage 1 Plus, würde ich jetzt schon sagen, weil geänderter Turbolader ist nicht mal eben nur Software. Und wenn ihr da auf über 200 PS zum Beispiel, sind die Motoren locker machbar, locker. Schon heftig. Und da musst du dann aber auch wirklich Kopfbearbeitung, Kanalbearbeitung, Nockenwellenbearbeitung, größere Ventile und. Da sind da locker 200 PS. Ich wäre zufrieden mit 155 PS. Das ist auf jeden Fall schon mal. Also 155 PS und Drehmoment je nach Ladedruck vielleicht 20 Newtonmeter mehr. Also das wird voll reichen. Aber wir wissen ja nicht, was die originale Kupplung hier verpackt. Aber schlabbern wir lang. Du baust das jetzt fix zusammen, ja, ne? Da werden wir keine Kamera anmachen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es aussieht. Und dann erste Start und dann geht es direkt rüber, was geht. Jetzt muss ich noch mal ganz schnell dazwischen grätschen. Mir ist gerade was aufgefallen und das würde ich euch ganz gern zeigen. Ist mit Sicherheit interessant für alle UNO-Fahrer. Der Marco hat mir gesagt, dass das Auto gern scheinbar mal abbrennt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da gerade eben so eine, wie soll ich sagen, Ursache vielleicht dafür gefunden habe. Und zwar, hier seht ihr das Rohr hier, das ist für die Spritversorgung. Ihr seht es ja, hier kommt es rein. Hier geht es auf die einzelnen Einspritzdüsen. Ja, und hier in der Mitte, seht ihr, ist ein Verbindungsschlauch. Der ist original auch da. Wie ihr seht, habe ich das jetzt schon repariert, das Ganze. Das ist der originale Schlauch. Also der ist jetzt natürlich hier rausgezwickt. Der ist nämlich verpresst. Der ist nicht mit Schlauchstellen befestigt. So, und jetzt guckt euch den mal genauer an, wie rissig der ist. Also das hätte nicht mehr lange gedauert. Dann wäre der wahrscheinlich undicht geworden. Jetzt guckt mal, was direkt da drunter sitzt. Der knallheiße Turbo. Das ist natürlich nicht so gesund, wenn da der Kraftstoff dann direkt auf den heißen Turbolader runter tropft. Und da könnte ich mir natürlich dann vorstellen, dass der ein oder andere UNO deswegen dann mal abgebrannt ist. Kleine Ursache, große Wirkung. Ist auch sehr schnell repariert. Also war jetzt keine große Sache. Und somit sind wir wieder sicher unterwegs. Sven, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ja. Ich habe gestern eine ganz kleine Runde über die Straße gedreht. Nur zweite Gang einmal Last gegeben, es war stockdunkel. Er fühlte sich auf jeden Fall schwächer an. Oh, okay. Kann natürlich sein, durch die größere Abgasseite, durch die größeren Verdichter, dass hier natürlich unser Lader jetzt deutlich später anspricht, so wie ich es gesagt habe. Kann aber auch sein, dass die Wastegate-Dose vielleicht schon verändert wurde, die erste vom Original-Turbolader. Und somit wir schon untenrum jetzt mehr Ladedruck haben, weil die Dose auf mehr Vorspannung hat. Das heißt, wir müssten uns gleich eventuell unseren Ladedruck nochmal einstellen. Wir können ja gleich sehen anhand Test 9, welche Ladedruck und alles wir hatten. Wir schließen jetzt gleich Ladedruck und Lambda natürlich direkt mit an. Ich würde sagen, du hockst dich direkt ins Auto und wir legen einfach direkt los. Wir brauchen hier nichts einfahren. Öl ist übrigens gewechselt, Frostschutz ist schon gewechselt. Wir haben schon alles fertig gemacht, weil es ist ein Tag später. Es ist gestern Abend dann doch später geworden. Da haben wir gesagt, komm, wir wechseln jetzt alles direkt, dass alles fertig ist. Also wir müssen nichts mehr machen. Direkt volle Olle jetzt. Sieht man eigentlich, dass ich das Auto mal ein bisschen sauber gemacht habe? Ja, das sieht man. Ja, er war echt, er hat lange gestanden jetzt. Ne? Wir haben lange mit dem Projekt nichts gemacht. Sind die Motoren denn so standfest, dass man da jetzt ohne weiteres einen neuen Lader draufbauen kann? Einfach so an der Dose fummeln, ein bisschen gucken, was geht? Wir werden es testen. Okay. Also ich glaube schon, dass die Motoren 180, 190 PS locker mitmachen. Denke ich. Wenn Lambda und so alles passt und der Druck jetzt nicht 2,5 bar geht, dann denke ich schon. Aber wie gesagt, die Downpipe, alles Serie. Mhm. Also Auspuffanlage haben wir ja gesehen, außer diesen Endtopf ist alles Serie. Wenn hier mehr Leistung kommt, würde ich mich schon wundern oder viel mehr Leistung kommt. Ich bin halt gespannt. Es geht nur über den Druck, sag ich. Kann natürlich auch sein, dass der Lader bei gleichem Druck mehr Luftmasse macht. Ein bisschen Sprit haben wir reingemacht, ist nicht viel, aber ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. So, wir verändern hier nichts. Warmlaufen haben wir rein, zack. Motor ist warm gelaufen. Wir haben nicht gerade noch mal geguckt, ob die Lüfter laufen. Ich lege hier alles erstmal beiseite. Wir können jetzt erstmal ein bisschen spielen, wo wir überhaupt jetzt mit dem Ladedruck und so sind. Ich bin gespannt, was die Anzeige gleich hat.
bin gespannt, was die Kupplung macht. Oh ja, schwieriges Thema. Oh, guck mal, das ist vielleicht ganz interessant. Cool, wir machen mal zweite Gang rein und guck mal auf Ladung Vollgas, das zweite Gang. Hast du gesehen, dass der Ladedruck fast gar nichts macht? Ja. Das ist das, was ich auf der Straße gemerkt habe. Mhm. Größerer Turbolader, Ansprechverhalten geht natürlich in den Keller. Das vierte, dritte, vierte Gang mal reingehen. Da sehe ich deutlich weniger Ladedruck, ja. Jetzt schon. Das ist das, was ich sage mit dem Wastegate, dass das vorher ein bisschen weiter vorgespannt ist. Jetzt noch mal einmal so rein. So, das ist voll Pull mit, ich glaube, 0,8 Bar habe ich da gerade gesehen. Wir verlieren jetzt auch gar nicht viel Zeit. Wir messen den jetzt einfach mal so, wie der Lader jetzt hier gerade läuft. Gehen genauso wie vorher, wieder früh in die Messung. So, und Vollgas. Jetzt schon deutlich weniger Leistung. Lambda-Wert sieht perfekt aus. Den haben wir jetzt schon mitgelockt. Guck mal, wenn der Motor mit weniger Ladedruck läuft, läuft der auch magerer. So, erste Diagramm haben wir. 122 PS, 169 Newtonmeter. Ich hole mir mal direkt den letzten Test davor ins Bild und den legen wir mal auf die 4. So, jetzt wollen wir die beiden mal vergleichen, was sich bis jetzt geändert hat. Lader spielt später an. Definitiv. Ansonsten hat sich eigentlich nichts groß verändert, außer dass wir deutlich weniger Leistung haben. Weil, pass auf, wir legen uns mal den Boost drüber. Hier haben wir im Peak, hier sieht man es eindeutig. Guck mal, hier hat er schon in dem einen 1,5 Bar und da haben wir 0,7. Also der Lader spricht deutlich später an. Siehst du hier im Anstieg des Turboladers. Aber hier haben wir einen Ladedruckunterschied von 1,2 zu 0,9. Das macht natürlich den Ladedruck aus. Also die Leistung aus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder auf den Ladedruck kommen. So, wie machen wir das? Komm mit raus. So, zu wenig Ladedruck haben wir. Geh jetzt mal ein Stück weiter rein und mach's fest. So, leg mir das jetzt hin, weil da muss ich gleich öfter dran drehen, dass ich jetzt mehr Ladedruck bekomme. Vielleicht macht das auch gleich der Jan von aus. Ich lasse die Haube einfach mal auf und dann gucken wir uns das Ganze an. Das sieht gut aus. Jetzt wollen wir mal gucken, wo der Lader hingeht. Wir lassen die Haube jetzt mal auf, dann sehe ich auch direkt, wenn was auseinanderfliegt. Weil ich habe jetzt gesehen, wir haben jetzt richtig viel Ladung reingemacht und ihr seht jetzt schon, der Anstieg ist auch gleich viel, viel höher. Wir können noch mal gucken, wie er hier reingeht. Ich bin gespannt, ob das Lambda-mäßig klappt. Voll Pull. Ich merke, die Kupplung rutscht nicht mehr. Ja. Weil er wahrscheinlich etwas später reingeht. Lambda-Gemisch sieht auch noch gut aus. 110 am Rad hatten wir das vorher auch schon. Boah, guck mal, im ersten Test hatten wir 90 knapp am Rad und jetzt haben wir 110 am Rad. 20 PS an den Rädern. Mit ein bisschen Ladedruck verdrehen. Ein bisschen ist gut. Ich habe gesehen, die Anzeige steht hier weit drüber. Ich frage mich natürlich, wohin können wir gehen? Das ist halt die Frage. Ich sehe aber auch, obenrum fällt er jetzt schon deutlich ab. Das heißt also, bis kurz vor Abregeldrehzahl wird die Leistung wieder abfallen. Aber ich bin gespannt, wir gucken es uns an. Oh, das sieht gut aus. Wir haben jetzt schon mal 204 Newtonmeter, weniger Drehmoment, aber 140 PS. Jetzt holen wir uns mal eben den anderen Test dazu. Wir haben immer noch weniger Drehmoment, aber guck mal, seht ihr, dass das hinten raus ein bisschen stabiler wird und der Ladedruck, sehe ich, ist hinten raus recht ähnlich. Blaue Linie ist neu, da haben wir ein Bar zu ein Bar, aber der Lader spricht eindeutig später an. Hier sieht man es schön, der Einstieg ist hier so ein Überschwinger, das macht er jetzt nicht mehr, dafür hier. Ich mache mal eben den Test ein bisschen sauberer.
Lama-Ladruck weg. Ich gucke mir mal eben den Lambda-Wert an, ob der perfekt. Da kann nichts anbrennen. Da können wir jetzt noch mal ans Dampfrad gehen. Ich drehe jetzt mal. Oder der Jan. Jan, ein kleines bisschen weiter auf. Was schon mal positiv zu erwähnen ist, er qualmt nicht mehr. Qualm weg? Qualm komplett weg. Also Ölbrett. Okay, super. Schaftdichtung haben wir also was gebracht. Obwohl ich fand, er hat früher auch nicht so gequalmt. Drehmoment fehlt uns natürlich jetzt noch ein bisschen. Wir haben aber auch keinen Überschwinger mehr. Aber das ist auch der, der uns die Kupplung zum Rutschen gebracht hat, ne? Genau, das bringt uns ja nichts. Aber ja. Andersrum, wenn wir in Race fahren, ich will, wie gesagt, in dem Drehzahlbereich mehr Power haben. Ich sage euch, das läuft jetzt alles über den Druck. Aber wenn wir jetzt deutlich mehr Leistung wollen, müssen wir andere Nockenwellen fahren. Also ich sage euch, wir können jetzt nur den Druck erhöhen, mehr Druck hier reinbringen. Aber es wird uns nichts bringen, weil die Nockenwellen halt nicht weit genug aufmachen. Aber wir gucken mal, was jetzt geht. Wir machen jetzt mal noch einen Test drüber und schauen uns das Ganze im Warmlauf an, wo der Jan jetzt hingedreht hat. Ein Sechstel habe ich ihn jetzt so zugedreht. Wir haben ja auf dem Kopf so eine Markierung. Ah, okay, super. Junge, der packt schon. Das oh, jetzt mal vierte Gang, ein bisschen später als Gas. Ein bisschen. Also 150 PS müssen wir Minimum hier rausgehen, sonst, sonst wird das hier auch nichts. Wollen wir mal schauen, wo die Ladeanzeige jetzt im vierten Gang. Wir gucken uns mal die Kleine hier an, ob die sich jetzt schon im Kreis dreht. Ja. Wir schauen mal, was er jetzt macht. Oh, ich sehe jetzt schon Radleistung 120 PS. Ich gehe jetzt bewusst ein bisschen später ins Gas, um die Kupplung nicht ganz so zu schaffen. Ich find's geil, die Ladeanzeige sieht. Die hat auf jeden Fall keinen Bock. Meinst du, wir schaffen es wieder bis zu Null zu bekommen? Boah, das stimmt. Das Lambda-Wert sehe ich perfekt. Also wir brauchen uns keine Angst machen, dass er abmagert. Also da hatte ich am meisten Sorge vor, aber das sieht echt gut aus. Aber ich sehe halt eindeutig, das sieht man jetzt schon in der Radleistung, bei 6300, 6400 Umdrehungen, sieht man richtig, wie es abfällt. Da machen die Nockenwellen halt einfach, wo sie sagen, ey, du kannst zwar Druck reinballern, aber ich mache das Ventil schon wieder zu. Es muss jetzt halt länger und weiter geöffnet werden, das Ventil, um dass wir den Druck auch in den Brennraum bekommen und nicht vor dem Ventil stehen haben. Weil jetzt haben wir den Ladedruck, messen wir ja in der Ansaugbrücke. Das heißt, wir haben es vor dem Ventil stehen. 147 PS, 218 Newtonmeter. Ja, wir machen noch ein kleines bisschen. Aber wie sauber die Kurve wird, wenn wir uns die Boostlinie wegmachen. Guckt euch die saubere Kurve an. Und das ist alles low, low budget. Ne? Also hier ist nichts, wir verändern ja nichts. Der Luftmassenmesser erkennt, der braucht mehr Luftmasse und regelt immer noch passend Sprit bei, weil die Düsen ja schon größer gemacht wurden. Das heißt, wir haben immer noch, schauen uns auch wirklich nochmal nach, immer noch ein Bombengemisch. 0,75, sogar eher zu fett. Kann auch sein, dass er hinten raus hier, weil er so fett läuft mit 0,72, er viel zu viel Kraftstoff bekommt. Und wir deshalb mit der Leistung abfallen. Das behaupte ich nämlich schon. Aber anbrennen kann da nichts. Wenn, brennt da nichts weg wegen zu mager. Heftig. Also mehr Druck, ne? Ja. Eindeutig mehr Druck. Eindeutig. Machen wir ein Warm-up, dass wir auch wirklich sehen, wo wir jetzt mit dem Druck gerade sind. Ein bisschen mehr. Wie in der Wurstdicke, darf es ein bisschen mehr sein. Ich gucke mal hier auf die Anzeige, da habe ich ungefähr einen Vergleich. Ja, das sieht gut aus. Wir kommen gleich wieder zu Null hin. Ich hoffe, es hält alles. Ein kleines bisschen mehr. Ich liebe einfach Turbo. Warum? Der Turbolader ist so eine geile Erfindung. Saugmotoren, Golf 1 GTI. Kannst du dich daran erinnern, was wir gedreht haben an den Nockenwellen? Innenher, Vergaser, innenher. Guck mal hier, ein bisschen drehen wir an die Dampfrad. Und schon haben wir Mucki Power. Baby, komm, Alter. Zeig mir mal, was du drauf hast, ohne Pleuel auszuwerfen. Gehen wir ein bisschen später in die Messung. Vierte Welle, voll Pull. Komm, Ladeanzeige, ich will dich voll sehen. Diese kleine Motor. Mann!
Meinst du, was das Ding auf der Straße bockt jetzt? Oh ja. Knapp 130 PS an den Rädern. Und jetzt wird es hinten raus gar nicht mehr so viel schwächer. Und Lambda-Wert immer noch gut. Sollen wir noch ein bisschen drehen? Das Ergebnis abwarten, können wir mal gucken. Ein bisschen geht. Bisschen geht noch. Ich weiß nicht, wie viel Ladung so ein Motor kann. Ja, ja, ich auch nicht. Das ist so geil krank, Alter. Ich habe nur so dieses Suppe-Gefühl. Wir machen das in so kleinen Schritten, aber irgendwann kommt der Punkt, wir brauchen einen neuen Jimmy. Das hört sich schon extrem an mittlerweile. Weil der hinten natürlich extrem faucht. Ja, jetzt wird Auswahllage halt eng, ne? 153 PS, 230 Newtonmeter. So langsam kommen wir doch in die Region, wo es ja auch mal ein bisschen Spaß macht. Wir reden immer noch von 1,3 Liter. Aber jetzt guck mal, er hält das jetzt fast hinten raus. So, und jetzt wollen wir mal einmal nochmal einen Vergleich zu Test 9 machen. Jetzt sehen wir den Unterschied des Upgrade-Laders. Er spricht eindeutig später an, aber hinten raus hält er das schön. Vorher haben wir nicht mehr Ladedruck hinbekommen, das weiß ich. Ich habe es mit dem Originallader probiert. Er hat es obenrum nicht gepackt. Ey, noch ein bisschen. Ich guck mal eben, wo wir überhaupt bei Ladedruck jetzt sind. Boost 1,45 auf 1,2 bar haltend. Ich glaube, die sind 1,7, 1,8 bar schon mal gefahren. Ja, bestimmt. Auf Originalmotor. Ich weiß nicht, wann Pleuel kommt. Aber wir probieren. So, jetzt kommen wir langsam aber auch mit Sicherheit in die kriminellen Zonen rein. Wenn du jetzt so zweite Gang voll durchziehst. Schön, dass er qualmt. Kann natürlich sein, dass wir jetzt ladertechnisch dann oder abgastechnisch am Ende sind, weil wenn der Jan sagt, es zischt hinten raus schon, bedeutet es natürlich, wir kriegen die Abgase nicht weg. Wollen wir mal vierte Gang, wir einmal testen, die Ladeanzeige hingeht. Ja. Jawohl! Jetzt haben wir sie voll gemacht. Einmal rum. Ja, einmal wieder zum Nullpunkt, so muss das sein. Ich hab so einen Spaß, ey. Was muss das ein Schwein jetzt sein? Meinst du, wenn du damit auf dem Flugplatz drin bist? Mhm. Bah, der macht Spaß. Vierte Gang rein. Und so, Ladeanzeige. Und zeig uns, was du brauchst, was Ladeanzeige. Komm, 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 komm. Jawohl, Alter, voll machen. Wir sind jetzt bei 135 PS am Rad. Krass. Aus 1300 Kubik. Viel mehr Ladedruck würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht machen. Wir können es gleich noch mal probieren, ob noch was kommt. Aber jetzt sehe ich langsam, dass der Lambda-Wert nicht mehr ganz so fett läuft. Weil jetzt haben wir so viel Luftdruck, also so viel Luftmasse in dem Motor, dass das jetzt nicht mehr beiregeln kann auf 0,7. Also vielleicht haben wir jetzt den optimalen Verbrennungswert. Das gucken wir uns jetzt mal an. Was sagst du, so einen kleinen Uno in viertürig oder fünftürig? Das ist geil. Ist geil, ne? Sehr geil. Ich weiß gar nicht, wie sich das Ganze von außen anhört, ob sich das echt so wild anhört. So, was haben wir jetzt? 160 PS, 240 Newtonmeter. Und die Kurve wird immer besser. Wir haben Ladedruck-Peak von 1,55 und halten hinten raus so 1,3 bar. Hey Jan! Noch ein bisschen, ne? Probier mal, ob was noch geht. Gucken wir mal in der Zeit den Lambda-Wert an. 76, 74 ist immer noch okay. Also ich habe da immer noch keine Bedenken. 160 PS. 160 Gewinde, die Schraube hat. 101 PS. Hä? Ich weiß ja nicht, wie viel Gewinde diese Schraube hat, aber irgendwie fühlt sich das fast an wie All of It. All of It? Das ist das, was ich gerne höre. Wir gehen nochmal ein. Wir haben hier angefangen vom Gewinde her. Wir sind jetzt da. Da können wir einen Schlauch auch alle abziehen. Der gleiche Effekt. So, wir gucken mal, was er jetzt im Warmlauf nochmal macht. Meinst du, wenn wir ihm noch gleich Luft geben? Wir geben ihm nur einen Lüfter. So, wollen wir mal gucken, ob wir über diese Stellung hinwegkommen? Jetzt habe ich gemerkt, er hat einen Aussetzer gemacht. Ich guck mal, ob er nochmal macht. Bisschen wieder weg, das ist ein bisschen zu viel vielleicht. Er hat auf jeden Fall einen Aussetzer hier gemacht. Gut. Mal gucken, ob wir jetzt wieder auf unsere alte Leistung kommen. Ja. Sogar ein bisschen drüber, glaube ich. Ich gebe ihm jetzt mal einfach mal ein bisschen mehr Luft.
Vielleicht kann er die jetzt gerade gut gebrauchen. So, mal gucken, ob wir die Linie jetzt noch mal toppen können mit ein bisschen mehr Luft. Weil jetzt wird natürlich Ladeluft, Ansaugluftkühle, Abgas, es wird alles brutal heiß, weil wir den jetzt natürlich volles Rohr fordern, den kleinen hier. So, vierte Gang rein und viel Spaß, was die Ladeluftkühle machen. Kriegen wir da auch nicht raus. Du siehst, dass das immer noch ein Ticken zu viel ist, weil du siehst, untenrum einmal so einen ganz leichten Aussetzer hat er gemacht. Aber nicht, weil er irgendwie zu mager lief oder so. Also jetzt haben wir unsere Grenze auch erreicht. Also das ist so die Grenze, wo man sagt, mehr geht nicht. Ich würde ein kleines Stück sogar wieder zurückdrehen. Also ihr müsst euch vorstellen, mit Umbau eines Turboladers, der Rest ist nicht angepasst. Also wir haben hier keine Abgasanlage, keinen größeren Ladeluftkühler. Die originale Steuerung ist noch drauf. Und von 100 PS den auf 160 zu steigern, ist schon ein krasses Brett. 160 PS, 240 Newtonmeter. Was hat man im Test davor? Auch 240. Ja, also mehr geht nicht. Wir müssen den da jetzt stehen lassen. Das ist wirklich die maximalste Leistungskurve. Ich würde sogar sagen, jetzt müssen wir mal beide Tests vergleichen. Der müsste einmal ein bisschen mehr Ladedruck gemacht haben. Da ist der kleine Überschwinger von 1,6 Bar. Den müssten wir minimal wieder zurückdrehen. Aber so können wir das laufen lassen. So können wir das einfach laufen lassen. Lambda-Wert perfekt, Ladedruck perfekt. Was ich jetzt gerne nochmal machen würde, ist, wir wollen jetzt mal einmal von außen mal so ein bisschen Sound machen, wie das sich so durchziehen lässt. Kleiner, mal gucken, ob du mir das verzeihst. Und mal gucken, wie das jetzt hier durchgeht. Wir starten direkt mit der 1, angerollt, voll cool. Läuft, ich sehe kein Gequalme. Hat der irgendwas Temperaturanzeigenmäßiges? Nein. Das ist ja doch das Cockpit von 75. Ja, wir haben ja nicht mal ein Drehzahlmesser. Mhm. Oh, ich sag euch, das ist jetzt ein richtiges Kampfschwein. Guckt mal bitte, was der kurz in den Gängen alles an Boost, an Power macht. Der reißt einmal im zweiten Gang, reißt er einmal ganz kurz, weil er Schwung mitnimmt vom ersten Gang, 180 PS an die Räder. Dann im dritten Gang macht er mal kurz einen 160 Peak und dann zieht er 140, 140 und selbst im fünften Gang bei Drehzahlbegrenzer haben wir immer noch 100 PS an den Rädern. Und ich weiß nicht, bei welchem Speed wir jetzt gerade waren, aber das ist unfassbar schnell. Und wie schnell das Ganze ist, seht ihr im nächsten Video, da fahren wir nämlich mal auf der Straße. Bis dahin, ciao.